Jetzt zu den sogenannten Var-Achs-Parametern. Motivation. Ich habe hier eine Funktion Summe 2, die addiert 2 Zahlen. Eine Summe 3, die addiert 3 Zahlen. Und eine Summe 4, die addiert 4 Zahlen, die als Parameter übergeben werden. Dann kann ich in einer Main-Prozedur aufrufen, Summe 2 mit 2 Parametern, Summe 3 mit 3 Parametern, Summe 4 mit 4 aktuellen Parametern. Ja, dumm ist jetzt, wenn ich aber die Summe von 5 oder 6 oder 7 oder 8 Werten berechnen will, dann müsste ich eine entsprechend neue Funktion definieren, die mir genau das liefert oder die genau das tut. An dieser Stelle wird jetzt, wenn ich das einfach so hinschreiben würde, mir der Compiler eine Fehlermeldung liefern. Diese Funktion gibt es nicht.